Wir sind wieder unterwegs mit der Gang. Diesmal geht es nach Spanien zur Abnahme der PMG-Fräsmaschine. Wir haben glücklicherweise Tilo am Flughafen getroffen, pro Bonus, der uns erfolgreich in der Warteschlange aufnehmen konnte, weil heute wird gestreikt. Das war der Hammer. Aber wir haben es geschafft. Ja, Ömer ist dabei und Jochen ist auch dabei. Und wir trinken uns jetzt einen Kaffee, bevor es gleich im Flugzeug ab nach Bilbao geht. Weiteres folgt später. Ja, wir sind jetzt hier in Spanien angekommen, in der Fabrik von Limatec. Und wir sehen uns im Hintergrund unsere neue Portalfräsmaschine. In etwa die gleiche, die auf dem Hagen steht. Ist vom Aufbau ein bisschen anders, aber ansonsten von den Verfahrwegen und so weiter exakt so. Und sieht richtig gut aus. Wir werden uns gleich nochmal ein paar Bilder dazu zeigen. Und wir essen jetzt erstmal was, weil wir haben einen langen Flug hinter uns. Beziehungsweise eine lange Zeit, der Flug war kurz. Ja, bis gleich. Jochen, was werden wir tun? Was machst du jetzt gerade für die Kamera einmal? Guck mal, ich mache Vorbereitungen für bei uns. Ich guck mal, wo der Hauptleitung reingeht, der elektrische Einspeisung, damit ich in Holland alles auf der richtigen Stelle habe. Sehr gut. Hi erstmal. Ich habe gerade wieder was erfahren, das hat mich total umgehauen. Ich dachte, das hier vorne wäre ein Palettenwechsler, dieser Riesenturm. Dieser Turm dient dafür, dass von dieser Maschine die Köpfe ausgetauscht werden. Also das ist schon mega, muss ich sagen. Aber natürlich nicht für unsere Maschine. Wir haben nämlich nicht so einen schönen Kopfwechselturm. Wir haben nämlich nur einen Kopf, der reicht völlig aus für uns. Aber der sieht auch sehr gut aus. Das hier ist nämlich unser Kopf. Und zwar ein Kopf, der sich in zwei Achsen mit 1 Grad einstellen lässt und dadurch fast jede Position erreichen kann. Und dadurch sind wir in der Lage, alle Bauteile von 5 Seiten zu bearbeiten, ohne die Bauteile umzuspannen. Das ist ja auch der Vorteil von einer Portalfräsmaschine, dass man quasi das Bauteil aufspannen kann und dann von 5 Seiten bearbeiten kann. Eher problematisch wird es natürlich bei der Spannerei, also man muss die geeigneten Spannmittel haben, um die Bauteile dann auch entsprechend spannen zu können. Aber da sind wir bei Urban ja sehr kreativ. Unser Werkzeugwechsler, der auch anders ist als bei uns in Deutschland, weil da hatten wir ja ein Platzproblem und deswegen konnten wir da nicht den seit 30 Jahren so gebauten Werkzeugwechsler nehmen, sondern eine Sonderlösung mussten wir in Hagen nehmen. Ja. Ich sage mal, altbewährtes hält am besten. Deswegen bin ich sehr froh, dass hier schon mal der Werkzeugwechsler dran ist. Ach ja, und für die Leute, die sich jetzt fragen, was ist denn eigentlich für ein kleiner Tisch? Dieser Tisch steht nur hier für die Einstellungs-, um die Maschine auf Verfahrbarkeit zu prüfen. In Deutschland steht natürlich ein Tisch, der 8x4,50 Meter ist und deshalb auch deutlich größer ist als das, was man jetzt hier sieht. Aber das ist einfach nur, um so ein bisschen die Positionierung zu überprüfen. Ja, wir haben die Maschine jetzt erfolgreich abgenommen. Wir werden wie immer hier nicht so eine Messung durchführen und so. Das machen wir alles dann in Holland oder in den Niederlanden, wenn die Maschine da wirklich aufgebaut ist. Es ging uns einmal darum, zu sehen, wie die Maschine hier steht. Nächste Woche wird die dann abgebaut und kommt dann auf LKWs und wird in den Niederlanden aufgebaut und da werden wir dann nochmal bei der Endabnahme richtig die ganzen Maße abnehmen, ob alles funktioniert, aber da es ja nicht die erste Maschine ist, ist das auch ein bisschen langweilig für uns, weil wir würden ja keine Bimatec-Maschine kaufen, wenn die nicht gut wäre. Also wir glauben daran, dass das einfach gut wird. Ja, schön war es hier. Ich freue mich, die Maschine in Einsatz zu sehen. Jetzt geht es gleich in die Altstadt von Bilbao oder San Sebastian, ich weiß noch nicht so genau. Auf jeden Fall werden wir schön Tapas essen und ein bisschen Spaß haben und morgen geht es dann wieder zurück nach Deutschland. So, wir sind jetzt im Hotel angekommen. Ömer hat schön geduscht. Jochen hat sich Wasser im Gesicht geschüttet. Ich bin direkt wieder runtergegangen.
Jetzt sitzen wir hier an der Bar und warten auf Tilo und den Rest. Und dann gehen wir in die Altstadt von San Sebastian, wo es sehr leckere Tapas geben soll. Ich kann das auch bestätigen, ich war schon mal hier. Ja, und dann gucken wir mal, wie die Nacht so wird. Aus Erfahrung kann ich sagen, mit Tilo unterwegs zu sein, bedeutet nicht früh ins Bett gehen. Zum Glück geht der Flug morgen wann immer? Was? 14 Uhr, also morgen ist der Freitag wie ein Samstag. Felix unterbricht wieder seine Alkoholpause. Er wird sich wahrscheinlich richtig zusaufen heute. Ich bin echt gespannt, was uns erwartet heute Abend, Felix. Entschuldigung, was? Was soll ich sagen? Jochen hat jetzt schon damit angefangen, seine Alkoholpause zu unterbrechen. Und Ömer weiß es noch nicht. Ömer wird auf jeden Fall heute von mir nach Hause getragen. Oh. Weil der Amateur kann ja auch nicht trinken. Und wenn das hier nicht im Video kommt, dann kommt es wenigstens im Reel. Ich trage heute Ömer nach Hause.